So mit Öl, liebe Freunde, weiter geht es beim Buch der ungeschriebenen Geschichten. Wir sind immer noch mit Wilbur hier in, keine Ahnung, Graf Draculas Schloss. Wir haben das nächste Opfer hierher gebracht, meinetwegen. Warte mal, hier haben wir noch irgendwas. Boah. Das Schloss ist hier noch ein bisschen Kram. Viel zu groß für einen einzelnen Bewohner. Warum kaufen sich alte, reiche Leute solche Gebäude, um dann alleine darin zu leben? Das ist eine sehr interessante Frage. Warum tun das alte, reiche Leute? Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Oder warte mal ganz kurz. Wasserspeier hatten wir schon. Was haben wir hier? Hühner hatten wir schon. Statuen haben wir noch nicht angeguckt. Garstige Statuen. Ich habe sie schon von der Zugbrücke aus gesehen. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Mensch und Fledermaus. Und es scheint, als würden sie einen die ganze Zeit beobachten, wenn man sich dem Schloss nähert. Vielleicht tun sie das auch. Und hier war noch irgendwas. Unkraut. Überall Unkraut und Unrat. Der Graf braucht tatsächlich dringend Unterstützung im Haushalt. Zeit, sich als neuer Diener nützlich zu machen. Why? Du bist nicht der neue Andererseits Diener. Andererseits habe ich es nicht so mit Gartenarbeit und man sollte es damit auch nicht übertreiben. Aber wir haben Unkraut. Wir haben Unkraut, freuen wir uns einen Keks und gehen jetzt mal durch. Schauen uns mal das Schloss an. Hallo, oh, ihr alle Lieben. Schön. Wow. Also, wow. Der sieht ja cool aus hier. Mit Augen und Zähnen. Der sieht eindeutig aus wie ein Vampir. Das ist vermutlich der Graf höchstpersönlich. Wo sind die eigentlich alle hin auf einmal? Die Halle? Nee, wir gucken uns hier natürlich erstmal um. Kaum zu fassen, wie hoch diese Eingangshalle ist. Die Ketten der Kronleuchter verschwinden im Dunkeln. Oh, das ist cool. Weit oben im Dunkeln blinzeln Augen und man hört ab und zu ein Fiepen. Oh, das ist ja süß. Ich glaube, das sind Fledermäuse. Vermutlich hat der Graf sie noch nicht entdeckt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er Fledermäuse in seinem Schloss erlauben würde. Oh, ist das niedlich. Lederflatters. Ich will auch Fledermäuse haben. Fledermäuse sind voll süß. Wie viele Kerzen müssen hier gebrannt haben, um einen dermaßen großen Wachshaufen zu hinterlassen? Oder sind die Kerzen magisch und haben für Jahrzehnte nie aufgehört zu brennen? Kann man das Wenn ich einen nehmen? Zentner Kerzenwachs brauche, weiß ich, wo ich ihn finden kann. Ja, dann nimm dir doch mal was davon. Schaurige Gestalten. Ob es Verwandte des Hexenmeisters oder des Grafen sind, kann ich nicht sagen. Fest steht nur, das sind einige der gruseligsten Visagen, die ich jemals gesehen habe. Also da der Vorbesitzer ein Van Duren war, würde ich sagen, die Figuren, die Köpfe hier drüben, sind die eigentlichen Vorgänger oder Vorfahren der Van Durens. Schaurige Gestalten. Ob es Verwandte des Hexenmeisters oder feststeht. Okay, das hatten wir schon. Scheinbar können wir früher oder später mit diesem Porträt irgendwas machen. Sonst würden wir das jetzt nicht anklicken können. Ich frage mich, wie viele Stockwerke dieses Gebäude hat. Von außen beurteilt würde ich sagen, mindestens 5 oder 6. Und häufig haben solche alten Schlösser auch noch Keller und Verliese. Ein sehr großes Haus für einen einzelnen Gentleman. Wir haben hier eine Truhe. Eine schwere, hölzerne Truhe mit 7 Siegeln. 2 davon sind offen. 7 Siegeln? Könnte sich um das Versteck des Buches handeln. Könnte aber auch die gut gesicherte Unterwäsche des Grafen beinhalten. So oder so. Es gibt keinen Hinweis, wie man die 5 verbliebenen Siegel öffnen kann. Ernsthaft nicht? Könnte sich um das Versteck... So oder so. Schlimm. Hier in der Galerie hängen ja viele seltsame Gestalten. Aber der hier setzt allen die Krone auf. Ein sehr unangenehm aussehender Zeitgenosse. Er sieht böse aus, überheblich und... verrückt. Aber da sieht man einen Schlüssel. Hier in der Galerie hängen ja... Aber... Irgendwie... Er zeigt mit dem Finger auf den Schlüssel... Was auch immer das bedeuten soll. Und er hat hier so ein Tierchen. Hund. Ein Hund. Aber warum zeigt der denn auf den Schlüssel? Der Hund ist der Schlüssel oder so?
könnte sich um das Versteck des Buches handeln. So, oder? Haben wir noch die Axt? Lass doch mal hier... Ich meine, guck mal, das ist doch Holz. Da kann man doch einfach durchprügeln, oder? Warum haben wir eigentlich den blutigen Lappen nicht mehr? Und warum war der überhaupt im Inventar, wenn wir den eh nicht gebraucht haben? Das verstehe ich jetzt auch irgendwie nicht so. Wait. Das ist aber nicht das Porträt, was da vorher mal war. Spinne ich oder sind das andere Gemälde als vorhin? Die Bilder scheinen nicht lebendig zu sein, wie die im Magierturm von Seefels. Aber anscheinend wechseln ständig die Motive. Praktisch, wenn man mehr Gemälde als Platz an den Wänden hat. Ey, das hat mich gerade schon ein bisschen verjagt, ne? Ey, sowas mag ich ja überhaupt nicht. Was bist du denn? Oh, das sah ja ekelhaft aus. Haben sich da etwa die Entwickler verewigt? Und tut es mir leid, wenn ich jetzt gerade eben Bodyshaming auf einen der Entwickler gemacht habe. Warum ist denn jetzt der da? Könnte sich um das Ver... So oder so. Es gibt keinen Hin... Hä? Was laberst du mich zu, Siri? Der sieht ja auch nicht sonderlich freundlich aus. Ich glaube, das ist random, oder? Welche... Wieder ein anderer. Okay, das wird mir ein bisschen zu unheimlich. Ah, da sind Sie ja, Igor. Bereiten Sie das Abendessen für meine Verlobte vor. Und decken Sie den Tisch mit allem Drum und Dran. Wir wollen ein romantisches Dinner zu uns nehmen, bevor wir uns zurückziehen. Aha. Mein Name ist nicht Igor, ich bin Wilbur. So, damit fangen wir erstmal an hier. Komm ja bloß nicht mit solchen Dingern. Mein Name ist Wilbur. Meine Diener hießen alle Igor. Igor, sein Vater Igor, dessen Großvater Igor und dessen Vater auch. Sie hatten aber schon viele Diener. Deswegen ist es jetzt auch zu spät, um sich noch an einen neuen Namen zu gewöhnen. Ich nenne dich Igor. Ich würde dir sogar Igors alten Anzug geben, wenn ich ihn hätte. Ja, aber wo ist denn Igor hin? Man sagt, dieses Schloss gehörte vor einigen Jahrzehnten einem wahnsinnigen Hexenmeister. Tell me more. Unten im Dorf sagte man mir, dass der wahnsinnige Hexenmeister Ashcroft van Buren früher hier gelebt hat. Das ist richtig, bis er gehängt, geköpft und gevierteilt wurde. Die Zauberer und Paladine haben keine halben Sachen gemacht. Nur Viertel. Haben alles mitgenommen, was für sie von Interesse oder Wert war. Den Rest haben sie dagelassen. War unter den zurückgelassenen Sachen ein Buch? Das Tagebuch des Hexenmeisters? Ja, das habe ich ein paar Monate nach meinem Einzug in einer geheimen Schreibtischschublade gefunden. Nein, ich meine eher ein magisches Buch mit Beschwörungsformeln und solchen Dingen. Nein, nicht, dass ich wüsste. Das ist jetzt schlecht, ne? Die Truhe in der Eingangshalle, was ist denn damit? Diese große Truhe in der Eingangshalle, gehört die Ihnen? Sie sieht so aus, als stünde sie schon lange da. Heute gehört sie mir. Aber Van Buren ließ sie einbauen. Und das Gemälde darüber zeigt ihn. Die Truhe und das Gemälde sind das Einzige, was die Magier gerne mitgenommen hätten, aber nicht konnten. Beide sind mit mächtigen Zaubern an dieses Schloss gebunden. Was ist in der Truhe? Ich weiß es nicht. Bisher konnte ich nur 2 der 7 Siegel öffnen. Vielleicht hat er dort sein Zauberbuch verwahrt. Ist es wertvoll? Die jungen Damen heutzutage werden immer anspruchsvoller. Und meine Linie Mondbrand-Hautcreme für den Mann von Welt hat nicht so eingeschlagen, wie erhofft.
Soll ich vielleicht versuchen, die Truhe zu öffnen? Ich bin gut in solchen Dingen. Von mir aus, solange es nicht mit deinen anderen Aufgaben kollidiert. Ich möchte, dass mein kleines Täubchen verwöhnt wird. Hier das Tagebuch des Hexenmeisters. Die ersten zwei Siegel konnte ich mit seiner Hilfe öffnen. Mhm. Vielen Dank. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Hinweis. Kennen Sie sich auch mit Werwölfen aus? Nicht sonderlich. Sie und wir verstehen uns nicht. Normale Wölfe, ja. Sie sind die Kinder der Nacht und ich stehe abends gerne auf dem Balkon, um ihrem Gesang zu lauschen. Aber Werwölfe? Arme Seelen, die verflucht wurden und nichts anderes als primitive Wut und Hass empfinden können. Kann man den Fluch irgendwie loswerden? Natürlich, ganz einfach. Man muss den Werwolf im Zweikampf töten, der einen zum Werwolf gemacht hat. Na, ganz toll. Und wenn man nicht weiß, wer es war? Dann kann man nur hoffen, dass ein Freund einem eine silberne Kugel durch den Kopf jagt. Niemals! Ja, wir brauchen eine Lösung für das Problem. Und dann verprügeln wir einfach mal den dunklen Wolf, oder? Wir verprügeln einfach dunkler Wolf. Der hat sicherlich den Timmy zum Wolf gemacht. Was? Gib zu, du hast die Maus gebissen. Die Ratte, Entschuldigung. Ja, gar keine Maus, ist eine Ratte. Was möchten Sie und die junge Dame denn essen? Und was darf ich Ihnen und der jungen Dame servieren? Für die junge Dame einen Rucola-Salat mit Essig und Öl und Hähnchenbruststreifen. Das ist es wohl, was junge Damen heutzutage essen. Für mich nichts, danke. Sie wollen nichts essen? Später vielleicht. Bis dahin begnüge ich mich mit einem Glas Rotwein. Also schön. Dann werde ich mal den Koch suchen und den Salat bestellen. Ich habe keinen Koch. Ich esse normalerweise auswärts. Aber ich bin auch kein Koch. Wie schwer kann es schon sein, so einen Salat mit Essig und Öl zu machen? Spute dich, Igor. Sehr wohl, Graf Schreck. Echt, ey, so eine Sau. Ich habe ihre Verlobte im Wald gerettet. Wie wär's mal mit Dankeschön? Ich habe ihre Verlobte im Wald gerettet. Sie war vom Pferd gestürzt und hatte sich verirrt. Das arme Kind. Zum Glück ist ihr nichts passiert. Ich habe so lange auf sie gewartet. Ich habe gehört, Sie waren schon einige Male verheiratet. Viele Male. Leider konnte ich nie mit einer meiner Geliebten alt werden. Ich bin verflucht, es alle paar Jahre mit einer neuen, jungen Frau zu versuchen. Oh, das... Oh, was für ein grausamer, grausamer Fluch das wohl ist. Es war Post für Sie, Briefkasten. Diese Schriftrolle war im Briefkasten. Aus Seefeld. Erzmagier ermordet, gesucht, bla bla. Nichts von Bedeutung. Sind Sie sicher? Ich interessiere mich nicht für Politik. Könige und Erzmagier kommen und gehen. Ja, Sie haben schon recht. Kein Grund, sich mit solchen Dingen zu belasten. Tu. Da ist ein Bild vom Erzmagier und von mir auf dem Brief. Auch wenn der Graf sich nicht für Politik interessiert, einen gesuchten Mörder wird er wohl kaum für sich arbeiten lassen. Er würde mich an die Van Burens ausliefern, wenn er es bemerkt. Wenn Sie mich entschuldigen würden, die Arbeit ruft. Spute dich, das kleine Vögelchen ist nach oben gegangen, um ein Bad zu nehmen und kann jeden Augenblick wieder herunterkommen. Was befindet sich in den oberen Stockwerken? Nichts, was dich interessieren sollte. Dein Platz ist hier unten und morgen zeige ich dir noch den Keller und die Gruft. Kann es kaum erwarten. Weniger reden, mehr arbeiten, Igor. Ja, darf ich denn... Zum Glück hat sich die Schriftrolle wieder zusammengerollt.
Sonst würde der Graf früher oder später bemerken, wer da neben dem Erzmagier abgebildet ist und wegen Mordes gesucht wird. Vielen lieben Dank, ihr beiden, Kirim und Jizzy, für eure Follows. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und schön, dass ihr da seid. Okay, wir haben den Suchbefehl. Der muss da weg. Können wir den irgendwie verbrennen oder so? Haben wir hier einen Kordel? Was ist das hier für eine Kordel? Damit können die verschiedenen Glocken im Schloss zum Läuten gebracht werden. Aber es ist nur eine Schnur. Braucht es mehr? Okay. Danke so, I guess. Ach, der Mann. Raum hier ist nicht nur viel heller, Tommy, und freundlicher viel Spaß als die damit. Eingangshalle. Durch all die brennenden Kerzen ist er auch noch wärmer. Einmal bitte die Entsorgung drücken. Auf diesem Tisch soll ich wohl das Abendessen servieren. Mit allem drum und dran. Puh. Vor ein paar Tagen war ich noch Professor für Magie in der Zaubererschule. Heute bin ich der Igor eines Grafen mitten im Nirgendwo. Dann halt eben ohne Mod, auch kein Problem. So. Und weg. Gut, schauen wir mal, was da mit der Kordel auf sich hat. Ich habe da nicht ganz zugehört. Okay, es macht Bling. Und dann passiert nichts. Auch okay. Laut Graf Schreck kann man mit dieser Kordel die verschiedenen Glocken im Schloss zum Läuten bringen. Okay. Verschiedene Glocken im Schloss. Ja, Tommy, da hätte ich dich jetzt gerade gebraucht, indem du einfach mal Leute rausschmeißt. Mit einem dicken Bann versiehst. Versehen tust. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Ja, aber blitzblankes Besteck, na, das ist schon mal gut. Nein, nichts mehr, was mich interessieren könnte. Mal betracht den Teller, hier ist ein Schlüssel. Ich finde es seltsam, dass Graf Schreck sich ausgerechnet im Düsterwald ein Schloss gekauft hat. Die meisten alten Leute lieben die Wärme und die Sonne. Von beidem gibt es hier nicht viel und der Gute sieht auch schon ganz blass aus. Hier, dieser Teller sieht aus wie ein Schlüssel. Sind das nur dekorative Teller oder richtige? Nate hat im Elfenhain einmal Bratkartoffeln vom Gesicht der Königin gegessen. Ivos Mutter fand das gar nicht witzig. Oha. Freunde, oha. Aber diesen Teller müssen wir mitnehmen, weil der hat nämlich einen Igor, seien Sie vorsichtiger. Ich habe gar nichts gemacht. Der Teller flog einfach von der Wand. Ich wohne seit 10 Jahren hier.
Auf Schloss Schreckstein hat es noch nie gespukt. Och nein. Dann muss ich mich wohl geirrt haben. Da war der Alistair. Oh nein, das war Alistair. Alistair versucht gerade eben, mich davon abzuhalten, dieses Rätsel zu lösen, ne? Und Shadow, willkommen zurück aus dem Lurk. Räucherstäbchen? Die hätte ich in einem alten Gemäuer wie dem hier nicht unbedingt erwartet. Andererseits, vielleicht ist dem Grafen auch aufgefallen, dass hier manchmal so ein leicht modriger Geruch in der Luft liegt. Räucherstäbchen? Warte mal ganz kurz. Ach, ich habe jetzt einen sauberen Teller. Ich habe herausgezupftes Unkraut. Am besten wir brauchen doch Salat. Erst den Tisch und sorge dann für Essen auf dem Teller. Was? Am besten decke ich erst den Tisch und sorge dann für Essen auf dem Teller. Ah, okay. Ja, dann Besteck. So, jetzt kann ich das machen, oder? Am besten deck. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist so etwas Ähnliches wie Rucola. Es ist Grünzeug. So, wir haben Grünzeug, wir brauchen ein bisschen Fleisch da rein. Die Maden haben etwa die richtige Größe, aber sie sehen nicht aus wie gebratenes Hähnchenfleisch. Sie wirken leicht durchsichtig und sind ganz schleimig. Boah, ich habe eine Idee. Ah, das klappt nicht. Egal, wir können jetzt trotzdem zum Lagerfeuer gehen und wir schmeißen die jetzt einfach ins Lagerfeuer. Wilbur! Wusste ich doch, dass ich den Weg vom Schloss hierher zurückfinden würde. Und ich bin noch fast gar nicht in zwei Felsspalten gestürzt oder zweimal dieselbe. Es ist echt so. Gut gemacht. Und qualifiziert. Eindeutig qualifiziert für Salat. Es ist grün. Scheiß auf den Rest. Warte, das klappt nicht. Kann ich das noch bearbeiten? Nee, kann ich auch nicht bearbeiten. Mann, oh. Wie der Vater, so der Sohn. Sie haben sich etwas Ruhe nach den letzten Tagen verdient. Esther? Ja? Hey, Taki, auch dir einen wunderschönen guten Abend. So, ich habe ein paar Maden, ob man die grillen kann? Ich habe hier diese dicken, glitschigen, ganz weißen einfach. Maden. Ah, die kenne ich. Eine von denen steckte mir mal für 2 Tage im linken Nasenloch, als man mir den Kopf abgeschlagen hatte. Ich dachte, vielleicht könnte man sie braten. Hast du etwas gegen meine Würstchen? Nein, ich brauche nur helles Fleisch für einen Salat. Solange ich ihn nicht essen muss, gib her. Oh boy. Ich hatte schon überlegt, müssen wir jetzt wirklich ein Hühnchen töten? Nö, jetzt packen wir da einfach eine fette Made in den Salat. Ganz toll. Aber die hat es auch ein Stück weit verdient. Das ne? war die letzte. Sehen gar nicht mal so unappetitlich aus. Ja, Wilbur, guten Hunger. Danke. So, wir müssen dann weiter. Ich muss weiter. Ey, ich habe dann voll die Idee. Bis dann. Vielleicht finden wir dann auch da unten auch noch hier irgendwie Essig und Öl oder so ein Kram. Im Laden, wenn wir hier zurück können. Herr Whale sieht nun weniger ängstlich und gestresst aus. Ey, bitte was? Dabei ich kann super eine große gut Aufgabe frag bevor. Mal den er muss das Ninja. Dorf wieder mit Leben füllen. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. So, verkaufen Sie auch Lebensmittel? Verkaufen Sie vielleicht Salat? Nee, das hier ist ein Abenteurerladen. Abenteurer essen keinen Salat. Sie gehen in den Wald und erlegen ein Wildschwein. Dann haben Sie wohl auch keine Hähnchenbrustfilets. Nee. Und Salatdressing? Essig und Öl? Auch nicht. Naja, Öl habe ich. Einige Krieger reiben sich damit gerne die Muskeln ein, damit sie in der Sonne glänzen. Ist ja ekelhaft. Dann hätte ich das gerne. Wenn du mir versprichst, dass du dich nicht vor meinen Augen damit einreibst, gebe ich es dir sogar umsonst. Ja gut, okay. Jetzt überlege ich mir auch doch nochmal, mich einzureiben Danke. Mit Öl. Sicherlich ziemlich sexy. Ich denke, ich gehe dann mal weiter. So, Wie ich habe... geht es Miss Kiki? Hat sie ihre Klauen schon im Grafen versenkt? Was meinen Sie damit?
Ein heißer Feger wie Miss Kiki dürfte ungeduldig werden, wenn sie nicht bald sein Gold erben und hier verschwinden kann. Ich hoffe, der Graf ist vorsichtig. Aber die beiden lieben sich doch. Sie Alter, haben sich per Zeitungsanzeige kennengelernt und... Und es ist nicht sehr nett, so etwas von anderen Leuten zu denken, Herr Whale. Tja. Boah, ey. Boah, ey. Okay, wir haben Essig und Öl. Scheinbar. Wir haben Öl. Und dann auch in dieser hässlichen Flasche, Alter. Na gut. Wir probieren es einfach mal. Moment, da war ein Totenkopf drauf. Egal. So. Wir haben geröstetes Fleisch. Bestes Fleisch. Und sieht sogar fast aus wie Hähnchenbrust. Wir haben Öl. Öl ist Öl. Eben. Fehlt nur noch Essig. Ach, scheiße, Essig. Oh, hier haben wir noch eine Weinflasche. Der Graf scheint ein Weinliebhaber zu sein. Rotwein, um genau zu sein. Genau, gibt es einen alten Wein? Für den Wein scheint Graf Schreck keinen Diener zu benötigen. Er schenkt sich selber nach. Achte Glas. Ein schönes Glas mit dickem Boden. Solche Gläser aus perfektem, durchsichtigem Glas sind sehr selten und teuer. Super. Jetzt ist nur die Frage, wer benutzt einen Kerzenständer mit? Womit soll ich den benutzen? Achso, mit Tisch. Soll ja gemütlich aussehen, klar. Ganz vergessen. Perfekt. Sieht schon mal sehr gut aus, oder? Ich habe mir heute mal nach langem Deus Ex Mankind Divided geholt. Und wie ist es? Hast du schon gespielt? Ich muss zugeben, ich habe noch kein Deus Ex Teil gespielt. Sollte ich aber vielleicht mal nachholen. Das ist die Frage, wo kriegen wir denn jetzt... Ey, Moment. Können wir vielleicht fragen? Nee. Kommen wir da nicht. Hier ist schon wieder so dieser hässliche Dude. Der komische. Warum ist der denn so? Räucherstäbchen? Die hätte ich andererseits. Okay, den Text kennen wir auch schon. Wasserschale. Ich glaube, der Graf erwartet etwas feineres Geschirr, wenn er seine Verlobte beeindruckt. Vielleicht auch einfach mal ein Glas hier hinstellen oder so? Silent, grüß dich! Guten Abend! Silbur ist so naiv. Nein, der ist nicht naiv. Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Warum sollte der naiv sein? Warte mal, da haben wir noch. An dem Tisch haben wir noch. Gucken wir uns nochmal hier das Buch an. Das Tagebuch des Hexenmeisters von Buren, das Graf Schreck in einer versteckten Schreibtischschublade gefunden hat. Mit seiner Hilfe konnte der Graf die ersten beiden Siegel öffnen. Ja, dann guck dir doch mal rein. Das Gewürm kann mein Genie nicht erfassen. Deswegen nennen sie mich wahnsinnig. Rutherford traut uns nicht. Er wird uns hintergehen, ich weiß es. Er wird der Erste sein, der dran glauben muss, wenn wir die Macht des Namenlosen besitzen. Wer ist denn Rutherford? Hier ist eine Zeichnung der verschiedenen Siegel. Neben jedem Siegel steht etwas. Na, das klingt doch mal interessant. Ja, ganz toll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Schön. Was haben wir denn hier? Das zweite Siegel wird mit dem Blut Unschuldiger geöffnet. Das Siegel ist schon geöffnet. Vielleicht hatte sich der Graf beim Kartoffelnschälen in den Finger geschnitten und hat dann das Siegel berührt. Ja, bestimmt. Nur die Hand des wahrlich größten Zauberers aller Zeiten kann dieses Siegel öffnen. Nur die Hand des wahrlich größten Zauberers aller Zeiten kann dieses Siegel öffnen. Schwierig.
Das dritte Siegel öffnet sich erst, wenn es das Wort öffnen in der Sprache der Ratten vernimmt. Ja gut, das kriegen wir ja, wenn wir Timmy haben. Nur wer unstillbare Gier verspürt, kann das vierte Siegel öffnen. Das vierte Siegel ist bereits offen. Keine Ahnung, wie der Graf das angestellt hat. Das fünfte Siegel kann nur vom Hauch des Todes geöffnet werden. Das sechste Siegel öffnet der unsichtbare Schlüssel, der für jeden sichtbar ist. Der unsichtbare Schlüssel, der für jeden sichtbar ist? Ah, okay. Nur wer würdigen Herzens ist, kann das siebte und letzte Siegel öffnen. Zwei Siegel sind schon offen. Also bei einem habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß schon, wie das ablaufen wird. Er zeigt da ja hin. Dieser Schlüssel... Van Buren deutet auf einen Schlüssel. Will er mich damit verhöhnen? Nein, er will, dass du genau diesen Schlüssel nimmst. Könnte das der unsichtbare Schlüssel, der für jeden sichtbar ist, sein? Ja. Nur, wo ist er? Na da! Puh, das ist nur ein Bild. Wie sollte ich... Oder ist es... Das ist ein ziemlich cleverer Trick. Bei dem war es mir klar, weil das hat man schon gesehen. Warum kann ich das jetzt nicht damit benutzen? So, welches Siegel ist das mit dem... Das fünfte Siegel. Okay. Das sechste Siegel. Das sechste Siegel? Okay, das sechste Siegel. Der Graf hat die ersten beiden Siegel mit den Hinweisen aus dem Tagebuch geöffnet. Ah, jetzt sind mir die anderen Siegel auch offen. Das sechste Siegel war das, ne? Klack! Das war einfach. Das war das erste Siegel. Oder dritte, je nachdem, wie man zählt. So, sehr gut. Jetzt brauchen wir trotzdem immer noch Essig. Ey, vielleicht finden wir auch Essig in dem Wald. Da, wo die Eule ist. Betrachte Baum. An den Baum hatte Lissy ihren Köder für Timmy angebracht. Einen blutigen Stofffetzen. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass Timmy sich davon nicht anlocken ließ. Warum auch immer ich jetzt den Stock da dran setzen kann. Da. Als Köder taugt Timmys Halstuch nicht. Er hat es verloren und ist nicht zurückgekommen, um es zu suchen. Okay, Na gut, hätte er klappen können. Ich dachte, vielleicht können wir den ja nutzen. An den Baum, vielleicht ist es ein... Ob Lissy ihre Werwolfsfalle mitgenommen hat? Oder liegt sie noch immer dort unter... Wenn die Falle noch da ist, könnte sie mir helfen, Timmy zu fangen. Es wäre eine gute Möglichkeit, Timmy festzusetzen, ohne ihm weh zu tun. Ob Lissy... Alrighty. Ja, dann ist das zumindest schon mal einigermaßen klar. Aber dann haben wir hier trotzdem noch keinen anderen Weg mehr. Außer dieser... Gut, also hier muss ich die Falle bauen. Ja, sieht man ja. Und Stößchen Shadow. Ich brauche Essig, ich brauche die Falle und ich brauche... Keine Ahnung. Habe ich hier irgendwas Neues? Ach, guck mal. Wir haben noch den Friedhof. Ey, vielleicht gibt es... Vielleicht hätten die Dorfbewohner weniger schnell Angst bekommen, wenn es hier nicht so gruselig wäre. Die ganze Gegend ist bekannt für ihre Spukgeschichten. Vielleicht hätten die ganze...
Was? Wiegwieg haut schon wieder ab? Aber warum? Nein. Meine Taschen sind eh immer schon so voll. War ein langer Tag. Was hast du denn heute so gemacht, dass der so lang war? Auch ohne Angst wird er die Waren nicht so bald loswerden. Im Umkreis von Meilen wohnen nur Herr Whale, Graf Schreck und Miss Kiki. Und zumindest letztere schien vom Angebot nicht sehr angetan zu sein. Oh. Aha. Hallo? Muss mich getäuscht haben. Es ist halt eindeutig die Stimme von Alistair, ne? Sobald ich das Buch aus der Truhe habe, steht mir eine lange Heimreise bevor. Ich weiß nicht, wer von den anderen mitkommt. Wenn ich sie darum bitten würde, kämen bestimmt alle. Aber in Seefels könnte es gefährlich werden und ich will nicht, dass jemand von ihnen verletzt wird. Ach je, Tierarztbesuch mit dem Kater am Samstag. Oh, das klingt wirklich stressig. Dann ruh dich mal gut aus, liebe Taki, und vielleicht sehen wir uns dann später. Ah nee, Sonntag bin ich ja nicht da. Vielleicht sehen wir uns dann Montag wieder. Esther? Ja? Ich weiß jetzt, wo das Buch ist, aber ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich glaube, das Buch befindet sich in einer großen Truhe im Schloss, die mit 7 Siegeln verschlossen ist. Kann ich dir helfen? Sehr gut. Weißt du, was öffnen in der Sprache der Ratten heißt? Weißt du zufällig, was das Wort für öffnen in der Sprache der Ratten ist? Nee, dafür brauchen wir Timmy. Timmy hat immer ganz normal mit mir gesprochen. Und Ethel auch. Ja. Vermutlich sprechen sie nur untereinander in ihrer Sprache. Wir brauchen dafür Timmy. Wie geht es dir? Alles in Ordnung? Du siehst nachdenklich aus. Ich habe darüber nachgedacht, was für ein glückliches Mädchen ich bin. Ich habe einen Partner, der mich liebt, und einen tollen Sohn. Alle sind gesund und wir sind zusammen. Irgendwie denkt man über diese Dinge immer nur dann nach, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Oder beinahe passiert wäre. Oh. Die beiden hat es umgehauen, was? Jetzt würde ich dir am liebsten ein bisschen knuddeln. Sie müssen ihre Batterien wieder aufladen. Ja, du solltest dich auch etwas ausruhen, Wilbur. Du musst doch längst am Ende deiner Kräfte sein. Soll ich dir vielleicht etwas zu essen machen? Etwas zu essen wäre genau richtig. Vielleicht habe ich dadurch Essig oder so. Etwas zu essen wäre großartig. Ich habe Hunger, seit wir hier angekommen sind. Dann mache ich dir ein Würstchen. Yay, Würstchen! Das sind Timmys Lieblingswürstchen. Ich wollte ihm damit heute Abend eine Freude machen. Ich werde ihm helfen, Esther, ganz bestimmt. Ich weiß. Sei nur vorsichtig mit dem kleinen Kerl. Solange er mit mir vorsichtig ist. Fertig. Vorsicht, heiß! Danke. Bis später, Esther. Bis dann. Die Lieblingswürstchen! Die Lieblingswürstchen! So kann ich den Timmy anlocken. Wenn noch ein wenig Timmy im Werwolf steckt, muss das funktionieren. Timmy liebt Bratwürstchen. Oh nein, er ist glatt drüber gesprungen. Haha! Psst, ganz ruhig, Timmy. Au! Oh nein! Ich weiß, dass du da drin bist, Timmy. Ein Werwolf hat bestimmt kein Interesse an Bratwürstchen. Das warst du. Kämpfe dagegen an. So, wunderbar. Dann haben wir zumindest schon mal Bratwürstchen. Könnten ihm den Kopf abschlagen. Ach nee, ist ja Timmy, ne? Timmy, hier, nimm das. Geht auch nicht.
Aber wir sind zumindest schon mal ein Stückchen weiter. Wir haben Timmy eingefangen. Aber vielleicht kann das nochmal helfen. Esther? Ja? Timmy sitzt in der Falle. Timmy ist mir im Wald in die Falle gegangen. Geht es ihm gut? Er ist immer noch eine wilde Wehrratte. Abgesehen davon, ja. Und wenigstens kann er sich und andere nun nicht mehr verletzen. Du musst ihn trotzdem schnell zurückverwandeln, Wilbur. Ich tue mein Bestes. Kann ich noch ein Könnte ich noch ein... Aber natürlich... Ich könnte es hier aushalten, jetzt, wo der Spuk vorbei ist. Dann bist du also kein Stadtzombie? Menschen müssen sich an uns gewöhnen. In der Stadt trifft man ständig neue Leute. Hier auf dem Land muss man jeden nur einmal überzeugen, dass man ihnen nicht die Haut vom Gesicht nagen will. Fertig. Vorsicht, heiß. Die Storys sind doch auch nicht schlecht von danke. Dir, ne? Bis später, Est. Bis dann. Aha, also ich kann zwei Würstchen... Nee, das mit den Würstchen hat sich also schon mal komplett gegessen. Ich kann zum Schloss gehen, kann zum Dorf gehen. Ich kann auch einfach in die Pause gehen.